Letzte Justierungen gab es in der Redaktion der Salzburger Nachrichten am Tag, bevor das neue Layout der Zeitung erscheinen sollte. Einen Stock tiefer in der Druckerei warteten die leeren Papierbögen darauf, mit dem neuen Erscheinungsbild bedruckt zu werden. Diesen Moment wollten sich auch Herausgeber Max Dasch und Chefredakteur Manfred Perterer nicht entgehen lassen. Spannend, spannend. Bis jetzt war alles Theorie. Jetzt kommt die Praxis. Also ich bin eigentlich gelassen, nachdem meine Nervosität in den vergangenen Wochen wesentlich höher war, glaube ich jetzt, dass wir nahezu alles richtig gemacht haben und ich bin überzeugt, dass es gut gehen wird. Kurz nach 20 Uhr war es dann soweit. Die ersten Exemplare der frisch gedruckten SN neu schossen aus der Presse. Dem ersten prüfenden Blick der Druckereimitarbeiter folgten gleich jene von Chefredakteur und Herausgeber. Für Max Dasch ist es bereits der vierte sogenannte Relaunch seiner Zeitung. Man merkt, dass man älter wird. Und die Gewohnheit und die Optik einer Zeitung, die hat natürlich sehr viel mit dem Alter zu tun. Nicht? Darum ist ja das Problem bei so einer Umstellung, dass man den Spagat erwischt zwischen älteren Lesern und den jüngeren Lesern. Nicht? Also für die Jüngeren ist es wahrscheinlich nicht aggressiv und modern genug und es wird Ältere geben, die durchaus irritiert sind und das ist die große Kunst. Ich bin erleichtert und froh gleichzeitig, weil es uns gelungen ist, gemeinsam mit dem Herausgeber, mit den Eigentümern, mit dem Verlag, dass die Redaktion in den vergangenen Monaten wirklich an einem Strang gezogen hat und das war ein tolles Erlebnis neben diesem Ergebnis, das dabei herausgekommen ist. Für den Relaunch mitverantwortlich waren SN-Chef vom Dienst Hermann Fröschl und Jan Knie vom Team des Layout-Papstes Mario Garcia. Ich finde ganz gut, dass das sehr so eher evolutionär war, dass man wirklich die alte SN noch erkennt, dass es so ein kleinerer Schritt ist. Aber an den besten Drehreglern haben wir sozusagen geschraubt. So muss man es machen. Das ist ja auch eine große Veränderung, dass die Bücher jetzt eine Aufschlagseite haben. Das war ja vorher, sah ja eine Seite aus wie die andere. Das fand ich immer so langweilig, ein bisschen monoton. Das fand ich schön, dass jetzt die Seiten sich unterscheiden und Buchaufschläge anders sehen als die Innenseiten. Irgendwie, ich bin total erleichtert. Ich bin irgendwie die letzten zwei Tage waren irgendwie sehr cool, weil die Redaktion irgendwie extrem gut mitgearbeitet hat. Und insofern war es, ja, jetzt nur noch Glas. Ich habe jetzt irgendwie nur noch Sorge gehabt, dass irgendwie die Paginas nicht richtig stehen, aber das passt. 120.000 Exemplare der neuen Salzburger Nachrichten liefen an diesem Abend durch die Druckerpressen. Ein neues Gesicht, prinzipiell bleibt die Zeitung aber dieselbe. Das sind unsere Salzburger Nachrichten und sie sind moderner, leichter zum Lesen, optisch freundlicher und das Entscheidende ist, dass die Inhalte leichter vermittelbar sind. Aber das wird man erst feststellen können, wenn man es liest. Ne? Und dann galt es nur noch, das neue Werk auch tatsächlich an Herrn und Frau Salzburger zu bringen. Nun liegt es Tag für Tag an Ihnen, das neue Gesicht der Salzburger Nachrichten zu beurteilen.